Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwester, wie schön ist es, dass wir uns von Nova treffen können. Die Bibel sagt uns in Offenbarung Kapitel 2, Vers 4, wir sollen nicht Angst haben. Immer war da, finden wir in Gottes Wut, dass Gott sagt, habt keine Angst. Jesus sagt, dass immer war da zu seinen Jüngern, habt nicht Angst. Habt nicht Angst für die Schwere, für die Troubles, für die Feind, für die wurde treiben, was schlecht zu tun. Habt keine Angst, weil der Herr ist mit uns. Und dann sagt die Bibel, sie trü, but im Doubt. Für Jesus lohnt es sich zu leben und für Jesus lohnt es sich zu sterben. Alles handheben. Den einen Stalt, die eine Meinung, für jeden, da wo andere uns Arrest zu tun haben, nicht mehr Vater von diesem, von jenem, alles handheben. Für Jesus lohnt es sich, weil es dann sagt, wieder im selben Vers, die Worte die Krone durch erreichen. Du wirst dahin kommen, wo Gott die Worte die Krone, die Lebenskrone geben. Dort ist was ganz Besonderes. Und es ist nicht bloß, dass Gott will, dass wir irgendwo verstoppt am Himmel auf eine Art, auf dem letzten Stuhl sitzen. Die Bibel redet vielmehr davon, dass Gott uns will belohnen. Dass er uns will als Chinese und Priester und seine Sied und Jesus seine Sied haben. Und dort sind wir uns frei, weil Gott das verspreche hat. Herr Jesus, nimm uns alle Angst wasch. Fäll uns so mit deinem Leib, dass wir keine Angst mehr haben. Schenk uns ein Hort, das trü ist. Und Herr, ich danke dir, dass du trü bist. Und wenn wir untrü sind, dann verjährst du uns immer, wenn wir treten in dich kommen. Und ich danke dir, Herr, dass du die Krone hast vorbereitet für all deine, die an dich leben. Ich bete in die Nome, Jesus. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Top mag bei der Nome Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.